Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt ist er eingetroffen, Professor Jörg Gurde-Hülsmann, hier in Frankfurt zum Ludwig von Mises Seminar. Herzlich willkommen. Leider können wir Ihnen keine Zeit einräumen, nach der Anreise jetzt sich zu erholen. Alle sind gespannt auf Ihre Vorlesung. Jörg Gurde-Hülsmann ist Professor für Ökonomie an der Universität Angers in Frankreich und Senior Fellow des Ludwig von Mises Institut in Auburn. Er ist Mitglied der Europäischen Akademie für Wissenschaften und Künste sowie Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Ludwig von Mises Institut Deutschland. Zu seinen umfangreichen Interessen und Forschungsgebieten zählen Geld, Kapital, Wachstumstheorie. Er ist Autor von Ethik der Geldproduktion und Mises The Last Night of Liberalism. Hier darf ich darauf hinweisen, dass dieses Buch derzeit übersetzt wird, was allerdings sicherlich noch geraume Zeit in Anspruch nehmen wird. Es hat, ich glaube, 1100 Seiten. Also es dauert noch etwas. Zuletzt erschienen von ihm Krise der Inflationskultur. Zusammen mit Stefan Kinsella hat Gurde-Hülsmann auch das Buch herausgegeben, Property, Freedom and Society, Essays in Honor of Hans Hermann Hoppe. In diesem Buch findet sich natürlich auch ein Aufsatz von Herrn Hülsmann, in dem zu lesen ist, To my dear friend Hans, a great mentor and a magnificent source of inspiration. Und Sie sehen, so schließt sich der Kreis. Wir haben es nicht zuletzt Professor Hoppe zu verdanken, dass wir mit Philipp Bagus, Jörg Gurde-Hülsmann und Thorsten Polleit, der im Vorwort des Buches von Professor Hoppe Wettbewerb der Gauner ebenfalls schreibt, dass seine Aufsätze sein Denken wesentlich beeinflusst haben, dass wir so hervorragende Ökonomen der österreichischen Schule haben und Sie alle hier gemeinsam mit Professor Hoppe hier zu diesem Seminar in Frankfurt zusammengekommen sind. Freuen wir uns nun auf die erste Vorlesung von Professor Gurde-Hülsmann zum Thema monetäre Konjunkturtheorie. Herzlichen Dank für diese warmen Worte, für die fantastische Präsentation. Ich sage immer, wenn so schön gesprochen wird, dann bin ich da auf dem Podest. Es kann eigentlich nur bergabwärts gehen. Aber glücklicherweise ja nur eine Stunde. Am Ende werden wir irgendwo weiter unten angekommen sein. Es freut mich sehr, heute bei Ihnen zu sein, in diesem Kreis zu sprechen von Interessierten an der österreichischen Schule. Das wäre sicherlich vor 5 Jahren noch nicht möglich gewesen, auch vor 10 Jahren noch nicht. Und das ist im Wesentlichen den Aktivitäten und der Initiative von Andreas Marquardt zu verdanken und von Thorsten Polleit, den ich auch hier nochmals herzlich dafür danke und meine Anerkennung ausspreche für diese tolle Arbeit. Ein Thema, durch das die österreichische Schule heute wieder im Mittelpunkt des Interesses steht, vielleicht noch nicht der Weltöffentlichkeit, aber immerhin einer wachsenden Öffentlichkeit, die sich ja auch zum Teil auch in diesem Saale findet, ist die Konjunkturtheorie. Und die Konjunkturtheorie, wie ich heute noch weiter ausführen werde, der Österreicher, ist im Wesentlichen eine Krisentheorie. Sie erklärt uns, wie es halt dazu kommen kann, dass es halt Krisensituationen gibt. Und wie solche Krisensituationen aus gesamtwirtschaftlicher Sicht zu beurteilen sind. Indem die österreichischen Ausführungen und Analysen von Krisen, von wirtschaftlichen Krisen, basieren im Wesentlichen auf der Vorarbeit, die Ludwig von Mises in seinem Buch Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel bereits im Jahre 1912 geleistet hat. Dort wird also im vorletzten Kapitel eine Theorie der wirtschaftlichen Krisen in kurzer Form präsentiert, die ich natürlich jetzt auch gleich nochmal besprechen werde. Ich werde also zuerst den geschichtlichen Hintergrund von Mises Denken kurz beleuchten und dann die wesentlichen Kennzeichen seiner Theorie herausstellen und erläutern, dann auch erklären, in welchem Zusammenhang steht das mit den üblicherweise verwendeten gesamtwirtschaftlichen Größen wie Bruttoinlandsproduktwachstum und Preisniveau und solche Sachen und schließen mit einigen Betrachtungen zur Weiterentwicklung, die diese Theorie in den folgenden Generationen erfahren hat. Und wenn
alles gut läuft, werde ich sogar schneller fertig werden als in einer Stunde, sodass mir auch ein paar Minuten für Fragen bleiben. Das würde mich sehr freuen. Wahrscheinlich ist das auch immer nützlicher, wenn man dann auf die konkreten Fragen antwortet, die Ihnen gerade wichtig erscheinen. Also, einige Überlegungen zum geschichtlichen Hintergrund. Mises schreibt also 1912, nach einem Jahrhundert etwa, von sehr angeregten wissenschaftlichen Debatten über geldtheoretische Probleme, in deren Mittelpunkt immer wieder ein Phänomen stand, das es vor dem 19. Jahrhundert nicht gab, nämlich das Phänomen immer wiederkehrender Krisen. Sicherlich hat es auch vor dem 19. Jahrhundert Krisen gegeben, zum Teil auch sehr große, insbesondere Finanzkrisen. Denken wir an die Tulpenkrise in Holland im 17. Jahrhundert oder an die Krise des französischen Währungssystems in den 1710er Jahren oder auch natürlich die Währungskatastrophe in Frankreich während der Revolution oder auch die amerikanische Hyperinflation während der Revolutionsjahre. Also es hat immer wieder auch Krisen gegeben, aber das waren vereinzelte Ereignisse, die auch in der Regel immer auf ein Land beschränkt blieben. Was also nun neu auftaucht im 19. Jahrhundert, sind Krisen, die sich scheinbar regelmäßig reproduzieren in einem kurzen, relativ kurzen Abstand von 5 bis 10 Jahren und die zum Teil halt eben auch international sich zum Ausdruck bringen. Ich habe hier einfach mal ein paar Krisenjahre aufgelistet, Krisen, die insbesondere in den USA halt erfahren sind, also und die halt da entstanden sind vor der Veröffentlichung von Mises Buch Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. Also eine Krise im Jahre 1819, eine Krise 1825, dann 1836. Ich spare mir jetzt, Ihnen Stichworte zu geben zum jeweiligen geschichtlichen Hintergrund. Also man sieht, es gab dann 48, 57, 66. Dann die Krise mit 48, das war bereits eine internationale Krise. Aber der internationale Aspekt war gering und wurde nicht unbedingt gesehen im Zusammenhang mit der Finanzwirtschaft, insbesondere mit der Bankenwirtschaft. Das änderte sich dann in den Jahren 1857 und 66, da haben wir dann zum ersten Mal tatsächlich internationale Bankenkrisen in der Tat, die also in allen größeren Kapitalmärkten gleichzeitig, also mit einigen Tagen oder Wochen versetzt, auftraten. Dann eine große Krise, die von Wien ihren Ausgang nahm, die auch bereits Karl Menger dann sehr beschäftigt hat, nämlich die Krise von 1873. Da gab es halt die Weltausstellung in Wien und die Einnahmen der Weltausstellung waren also sehr viel geringer, als es von den Spekulanten erhofft wurde und die waren also sehr stark gehebelt in ihren Investitionen und die ganze Sache ist dann halt eben zusammengebrochen, wie auch einige Male später noch. Mein früherer Doktorand Eduard Braun hat diese Krise und ihre Parallelen zur heutigen Situation in seinem Buch Finance Behind the Wheel of Money erläutert. Also das ist eine neue Publikation, ich mache ein bisschen Werbung, ja, Werbepause. Also wenn Sie das interessiert, schauen Sie es nach, finden Sie ganz leicht auf Amazon. Der Autor heißt Braun und das Buch Finance Behind the Wheel of Money. Ja, Finanzwirtschaft hinter dem Schleier des Geldes. Dann 1882, 1891, 1897, das war die Bearings-Krise und 1907, das war die Krise, die dann da von einem Kartell einflussreicher Banker zum Anlass genommen wurde, eine massive Lobbying-Kampagne zu starten, die dann zur Gründung der amerikanischen Zentralbank, des Federal Reserve Systems, im Jahre 1913 führte. Und das ist also sicherlich ein Phänomen, das im Vordergrund der theoretischen Überlegungen stand. Nun, mein Thema lautet monetäre Konjunkturtheorie. Es muss ich gleich von vornherein vorwegschicken. Also der Konjunkturzyklus ist nicht das gleiche wie die Wiederkehr von Krisen. Nicht? Es gibt also da Auf- und Abbewegungen in der Wirtschaft, die eher saisonaler Art sind. Nicht? Also es gibt dann so Sommeraktivitäten und im Winter geht es ein bisschen runter und dann gibt es halt eben Jahre, in denen die Ernten ein bisschen besser sind und so weiter. Es gibt also gewisse Zyklen der wirtschaftlichen Aktivität, die nicht unbedingt mit krisenhaften Erscheinungen einhergehen. Nicht? Also die Unternehmer sind sehr wohl in der Lage, die Veränderungen der natürlichen Lebensbedingungen zu antizipieren, die mit dem Wechselspiel der Jahreszeiten
vor sich gehen. Nicht? Also das führt nicht zur Krise, dass auf einmal da der Schnee fällt in Frankfurt am Main im Januar, nicht? Oder dass die Sonne ein bisschen stärker scheint in Frankreich im August. Nicht? Also das hat noch keinen da zur Verzweiflung getrieben und da zum Zusammenbruch geführt. Nicht? Also das ist nicht das Gleiche. Wir müssen also, die Brücke zur Krisentheorie zu bringen, müssen wir also unterscheiden zwischen einer Konjunkturtheorie im engeren Sinne, das ist also die Krisentheorie, diejenige, die diese wiederkehrenden Krisen halt dann beleuchten soll, und eine Konjunktur im weiteren Sinne, die halt eben auch rein zyklische Fluktuationen in den Erklärungsbereich halt einbezieht. Was sind nun die Grundfragen der Konjunkturtheorie im engeren Sinne? Hier geht es darum zu erklären, wie es zur Häufung von unternehmerischen Irrtümern kommt. Das, was also in der amerikanischen Literatur Clusters of Errors genannt wird. Nicht, es ist also sicherlich völlig normal, dass Unternehmer sich irren, nicht nur Unternehmer, dass Menschen sich irren. Nicht? Also da, wenn es irgendwo mal keine größeren Insolvenzen gibt in irgendeinem bestimmten Wirtschaftsbereich, dann muss man sich eher Fragen stellen. Na, wie kommt das, dass ausgerechnet die Engel alle dort tätig sind, nicht? Dass überhaupt kein Irrtum mehr stattfindet. Die wissen alles, was da passiert ist, die wissen alle zukünftigen Ereignisse. Keine Insolvenz, keine Illiquidität, nichts. Und dabei ist das doch das Normalste in der Welt, dass Menschen sich irren und dass Unternehmen halt auch geschlossen werden, zum Teil halt eben auch überschuldet, was weiß ich, nicht, dass das halt einfach nicht so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat. Völlig normal. Nicht? Wir haben also eine bestimmte Anzahl von Insolvenzen in jedem Jahr, also mehrere tausend Insolvenzen, ich glaube sogar mehrere 10.000 Schließungen von Unternehmen jedes Jahr. Ein paar französische Kollegen haben das vor einigen Jahren mal für Frankreich ausgerechnet, ne, sind sie zum Ergebnis gekommen, dass etwa 15% aller Unternehmen halt dann halt eben geschlossen werden, jedes Jahr. Und sage und schreibe, 15% neue Unternehmen entstehen. Nicht? Also das ist der Prozess der schöpferischen Zerstörung, so genannt von Josef Schumpeter, ein Zeitgenosse von Ludwig von Mises, in seinem Buch von 1911, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Nicht? Also der Prozess der schöpferischen Zerstörung. Um was es also in der Konjunkturtheorie im engeren Sinne geht, bei der Krisentheorie, ist zu erklären, wie kommt es, dass wir es manchmal eine Situation haben, wie 1819, 1825 und so weiter, in der nicht nur, sag ich mal, die übliche Anzahl von Unternehmer sich irren, also die Unternehmen geschlossen werden müssen, die Leute entlassen werden müssen, also Arbeitslosigkeit in gewissen Umfang gibt, sondern es gehäuft stattfindet. Also es ist nicht nur, sage ich jetzt mal, 30.000 Unternehmen schließen, sondern auf einmal 60.000. Nicht nur irgendwie 3 Millionen Leute werden auf die Straße gesetzt und 3 Millionen Leute werden im Laufe des Jahres auch irgendwo wieder eingestellt, sondern auf einmal kommen 6 Millionen Leute auf die Straße. Wie kommt das? Warum sollten sich alle gleichzeitig täuschen? Nicht? Das ist eine Kernfrage. Und wenn man darauf keine Antwort hat, dann hat man keine Krisentheorie. Ja, ganz einfach. Und das Zweite, Hauptproblem ist zu erklären, inwiefern diese Krisen, die einzelnen beobachteten Phänomene, in einen inneren Zusammenhang stehen. Man kann nicht von vornherein davon ausgehen, dass die Beobachtung, wir machen, es gab also eine Krise in 1819, 1825, 1836 und so weiter und so weiter, dass da nur weil das so alle paar Jahre wieder zu einer Krise kommt, dass da denknotwendigerweise ein Zusammenhang besteht. Es könnte sich auch um jeweils völlig verschiedene Konstellationen von Ursachen handeln, die halt dann jeweils ein krisenhaftes Ereignis hervorbringen. Nicht? Ist möglich, ist es sicherlich möglich, und wir müssen auch sagen, was auch immer der Wert der österreichischen Konjunkturtheorie ist, der österreichischen Krisentheorie, sie schließt nicht aus, dass es auch mal Krisen gibt, die in keinem engeren oder inneren Zusammenhang mit vorhergehenden oder nachkommenden Krisen steht. Man muss also tatsächlich, wenn man an die Sache empirisch herangeht, dann, wenn man die Theorie anwendet, dann muss man sich halt immer wieder diese Frage stellen. Nicht? Sind das tatsächlich dieser innere Zusammenhang in dem konkreten Fall gegeben oder kamen halt besondere Faktoren hinzu, die genau für diese Krise halt eben ausschlaggebend waren? Und diese Fragen wurden also natürlich schon bereits vor Mises behandelt, und interessanterweise war Mises nicht der Erste, der auf den Gedanken kam, dass irgendwelche monetären Ursachen ausschlaggebend für eine Häufung von unternehmerischen Irrtümern sein könnten, und das heißt auch der innere Zusammenhang
zwischen verschiedenen Krisen im Zeitablauf sein konnte. Die Beobachtung war einfach zu offensichtlich, wenn man schaut, wo brechen die Krisen aus. Sie brachen in der Tat nicht im, sag ich mal, in der Landwirtschaft aus oder in der Schuhwirtschaft oder in der Mikrofon, gab es damals doch nicht, nicht? Was sag ich, bei den Tischlern, sondern in der Regel immer im Bankensektor. Nicht? Das war der Herd der Krise. Das war die Beobachtung, das war damals schon nicht anders als heute auch. Das war also noch ein natürliches Ergebnis, da sein Augenmerk hinzulenken und dann zu überlegen, woran liegt das eigentlich, dass diese Banken so gehäuft pleite gehen. Und das Erklärungselement, das halt hervorgehoben worden ist von den klassischen Ökonomen, insbesondere von David Ricardo, aber auch von Jean-Baptiste Say und dann von der Currency School, ist die Liquiditätsschwäche der Banken, die auf einem Teilreserveprinzip operieren. Ich nehme an, das wurde vorher schon diskutiert, nicht? Oder ist bekannt, nicht? Also Banken heute operieren auf dem Teilreserveprinzip, damals auch schon. Teilreserve bedeutet, dass die Bank sofort wirksamen Verpflichtungen in einem Umfang ausgesetzt ist, die vorhandenen Kassenmittel übersteigen, systematisch übersteigen. Also wenn alle Kunden zur Bank gehen und die Rechte ausüben, die sie haben, weil sie halt eben die und die Summen auf dem Sichtkonto haben, dann kann die Bank diesen Wünschen nicht nachgeben, den Einzahlungswünschen nicht nachgeben. Heute natürlich ein geringeres Problem, weil ja die Zentralbanken ein Fiat-Geld, nicht ein immaterielles Geld in unbegrenztem Maße produzieren können. Aber damals gab es das halt eben nicht, damals hatten wir solche Zentralbanken nicht. Damals war das Grundgeld metallisch, also ein Edelmetall, in der Regel Gold, in einigen Fällen auch Silber. Und das Grundgeld kann halt nicht einfach aus dem Nichts von heute auf morgen in unbegrenzter Weise vermehrt werden, sodass also, wenn es tatsächlich zu einer Vertrauenskrise kommt und die Kunden aufgrund dessen sich zur Bank hinbewegen, die Bank nicht zahlen kann. Und dieser Misserfolg kann sich halt eben und hat sich seinerzeit schnell ausgebreitet, indem halt die Kunden dann auf den Gedanken kamen, dass vielleicht die anderen Banken auch nicht in der Lage wären, ihre Zahlungen zu tätigen, wie versprochen. Denn, also die Vermutung liegt nahe, denn man muss ja unterstellen, dass die Banken gegenseitig sich bereits Liquiditätshilfen leisten, sodass wenn eine nicht zahlen kann, dass in der Tat wahrscheinlich die anderen auch schon Schwierigkeiten haben, nicht wahr? Sodass sich also die Krise, die Zahlungsunfähigkeit einer Bank auf das Bankensystem insgesamt ausbreitet und dann haben wir halt eben eine Krise. Nicht wahr? Eine Krise der Banken, also gehäufter Irrtum der Banken, nicht? Also eine große Anzahl von Banken hat falsch kalkuliert, sie haben unzureichende Kassenmittel gehalten, aber Irrtum halt eben auch auf Seiten der Bankkunden, die den Banken zu viel Vertrauen entgegengebracht haben und nun auf einmal ohne Liquiditäten dastehen, das heißt ihre eigenen Zahlungsverpflichtungen auch nicht leisten können. Nicht? Und dadurch hat man halt eben durch diese Ursache, das Teilreservewesen, eine Erklärung gehäuften Irrtums. Und diese Erklärung ist vollkommen befriedigend, aber vielleicht noch nicht umfassend genug. Insbesondere wurde ein Problem nicht in Betracht gezogen, nämlich die Frage, ob man solche Krisen nicht vollkommen vermeiden könnte durch ein gemeinsames Vorgehen aller Banken. Das heißt also, das Problem taucht dadurch auf, dass es einige Banken stärker expandieren als andere, sodass also ihre Liquiditätsposition halt eben im Vergleich zu anderen Banken geschwächt wird. Was aber, wenn alle Banken gleichzeitig vorgehen und dabei Sorge tragen, das Vertrauen halt ihrer Kunden durch verschiedene Werbemaßnahmen halt zu stärken. Unerschütterliches Vertrauen in die Bank. Dass es also kein External Drain gibt, es fließt kein Geld halt aus dem Bankensystem heraus, man kann halt weiter operieren. Was, noch stärker gesagt, wenn man eine Zentralbank hat, die ein immaterielles Grundgeld produziert, wie es ja heute der Fall ist, kann man dann nicht die Krise vollkommen vermeiden? Das sind genau die Fragen, die Ludwig von Mises halt eben aufwarf. Und ein Punkt, den er hervorhob, ist, dass die frühere Literatur, also diese Literatur des 19. Jahrhunderts, genau diese Fragen vernachlässigt hatte und sie halt eben relevant sind. Dann gab es andere Krisentheorien von Mises, insbesondere die
vor allen Dingen marxistische Überproduktionstheorie, aber das ist also die Idee, dass einfach zu viel Güter produziert werden. Nee, ist also die Auffassung, die stillschweigend hier zugrunde liegt, ist, dass das Say'sche Gesetz nicht gilt. Ja, Say sagt uns, es gibt nicht so etwas wie eine allgemeine Überproduktion, nicht, weil die Nachfrage nach Gütern letzten Endes in Form von realen Gütern stattfindet. Nicht? Also letzten Endes sind die Marktteilnehmer ja nicht daran interessiert, Geld zu häufen. Sie sind nicht Geldsammler, nicht? Münzensammler und was weiß ich. Sie sind daran interessiert, Banknoten und Münzen nur deshalb zu halten, weil sie dafür andere Güter kaufen können. Also letzten Endes werden nicht monetäre Güter, reale Güter, immer gegen andere reale Güter getauscht. Wenn also jetzt insgesamt die Produktionsmenge realer Güter steigt, dann werden weiterhin einfach die eine Hälfte der Güter werden gegen die andere Hälfte der Güter getauscht. Es kann also nie zu einer Situation kommen, in der es allgemeine Überproduktion gibt. Nicht? Weil egal wie groß die Gesamtproduktionsmenge wird, wird immer die eine Hälfte gegen die andere getauscht. Naja gut, also die der Überproduktionstheorie zufolge ist halt eben Überproduktion möglich, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Da gab es andere, originellere Ansätze, die Jevons'sche Sonnenfleckentheorie. Ja, also Jevons war britischer Ökonom mit Karl Menger, einer der Begründer der marginalistischen Werttheorie und auch einer der Entwickler, der wichtigsten Vorreiter der Kapitaltheorie, die ja dann von Böhm-Bawerk weiterentwickelt wurde. Also all das ist Jevons zu verdanken. Und Jevons hatte diese originelle Krisentheorie, aufdeckt, es gibt da diesen interessanten Zusammenhang mit dem Auftreten von gehäuften Sonnenflecken und dem Auftreten von Krisen. Er sagt, einfach ein empirischer Zusammenhang und Positivist in der Hinsicht sagt, ja, das ist halt einfach so und das liegt halt eben daran. Ja. Er sagt, wenn die Sonnenflecken sich halt eben vermehren, dann treten verstärkt Missernten auf und das führt dann halt dazu Krisen. Das ist natürlich sehr unbefriedigend als allgemeine Krisentheorie, weil gerade wenn man erstmal, sag ich mal, vielleicht konnte man diesen Zusammenhang vor Jevons noch nicht, aber gerade in dem Moment, wenn man diese Theorie kennt, dann müssten ja eigentlich dann die Krisenursache müsste verschwinden. Nicht? Dann wissen die halt die Unternehmer, wir müssen ja nur darauf gucken, wie viele Flecken es jetzt auf der Sonne gibt, dann wissen wir schon, was wir für finanzielle Dispositionen treffen müssen, sodass es nicht zur Krise kommt. Naja, dann halt eben Kapitalismus, Theorie, Marxismus, wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Also wir halten fest, bereits vor Mises war das Phänomen gut bekannt und es gab halt Ansätze, die zur Entwicklung einer monetären Konjunkturtheorie, die aber auf das Liquiditätsproblem ausschließlich abstellten. Was macht nun Mises? Mises nimmt erstmal seine Inspiration von seinem geschätzten Lehrer, seinem verehrten Lehrer Eugen von Böhm-Bawerk, der in einer seiner Schriften unterstrichen hatte, dass eine Konjunkturtheorie, also Krisentheorie, nur als allerletztes Kapitel eines volkswirtschaftlichen Lehrbuches verfasst werden könnte. Nur wenn man alle anderen Faktoren in Betracht gezogen hätte, die Werttheorie und die Kapitaltheorie, nur dann hat man den notwendigen Grund, um darauf aufbauend dann eine Konjunkturtheorie zu entwickeln. Es ist also kein Zufall, dass Mises selber seine Konjunkturtheorie oder seine Krisentheorie in der Tat ganz am Ende seiner Abhandlung zur Geldtheorie vorstellt, also im dritten Teil, jeweils im vorletzten Kapitel. Das allerletzte Kapitel befasst sich mit Fragen der Währungsreform, Währungs- und Bankenreform, also so praktische Umsetzung. Aber was den analytischen Teil anbetrifft, ist es in der Tat das letzte Kapitel. Er befolgt also die Anordnung seines Professors, muss ich meinen Studenten auch mal in Erinnerung rufen. Mach das, was ich sage. So ist Wissenschaft, Zentralplanung. Ja, was will also Mises erklären? Was nur interessant ist, ist, dass Mises eigentlich den Konjunkturwechsel nicht in den Vordergrund seiner Erklärung stellt. Also diese Wiederkehr der Krisen, zumindest in der ersten Auflage 1912, steht nicht im Vordergrund. Diese Wiederkehr wird erst sehr viel später dann ins Auge gefasst, nämlich in der zweiten Auflage seines Buches von 1924 und dann in einer Schrift aus dem Jahre 1928, Geldwertstabilisierung und Konjunkturpolitik, glaube ich, ist der Titel. Halala.
Ich habe das nicht mehr nachgeschaut. Ja, ich glaube, das ist der Titel. Also 1928er Buch, auf jeden Fall, da ist es drin. Also in der ersten Auflage geht es nicht darum, worum geht es? Worum geht es ihm vor allen Dingen? Ihm geht es da in der Tat um die Beleuchtung der Frage, die er meinte, vernachlässigt zu sein in der bisherigen Literatur. Der Frage, kann man Krisen aufschieben, kann man Liquiditätskrisen, Krisen allgemein aufschieben, durch unbegrenzte Ausweitung der Geldmenge? Und ich stelle das heute natürlich jetzt hier genau in den Mittelpunkt, um Ihnen die Aktualität seines Denkens vor Augen zu führen. Genau das Problem, das wir uns natürlich heute auch stellen. Ich meine, wie lange kann das gut gehen? Was also unsere Banken heute da so verzapfen, nicht? Also immer weiter die Geldmenge auszuweiten, kann man dadurch in der Tat Krisen vermeiden, aufschieben, lösen und so weiter. Und Mises nannte dies das Problem der Unentgeltlichkeit bzw. Entgeltlichkeit des Kredits. Er nannte es wahrscheinlich so nach einer sehr berühmten Debatte, die im Jahre 1850 zwischen dem französischen Ökonom Frédéric Bastiat, einem großen Vorreiter der österreichischen Schule, und seinem sozialistischen Widersacher Pierre-Joseph Proudhon geführt wurde. Und also die Frage der Unentgeltlichkeit des Kredits betraf, ne? La gratuité du crédit. Und Proudhon, halt eben als Sozialist, meinte, dass alle Probleme der Knappheit gelöst werden können, wenn man einfach nur jedem einen Kredit verabreicht. Und das sei am einfachsten dadurch zu lösen, indem man einfach eine Zettelbank dann als Zentralbank schafft und diese Zettelbank halt nicht mehr an irgendwelche Goldeinlösungsverpflichtungen gebunden ist, sondern wirklich dann die Notenpresse einfach nur in Gang schmeißen muss und jeder kann dann seine Projekte, seine Vorhaben, seine kleine Welt realisieren. War ein sehr großherziger Mann. Jeder soll das mal so. Marx und Engels waren so ein ganz anderes Kaliber. Die sagen, ja, wir wollen genau das gemacht wird, das, zentrale Planung, keine Verschwendung mehr, was weiß ich. Und Proudhon sagt, ach, woher, was wisst ihr darüber? Ich bin der großherzig. Jeder soll das machen dürfen, was er so möchte. Nicht? Und das liegt einfach nur daran, dass nicht genug Geld da ist. Okay. Und Bastiat argumentiert ja halt seinerzeit dagegen, aber Bastiat halt eben war der Sache nach Mises Dafürhalten noch nicht auf den Grund gelangt. Letzten Endes geht es also nach Mises um die Frage der Grenzen der Kreditexpansion. Wie weit kann die ganze Sache gehen? Gibt es irgendwelche Grenzen, die nicht technischer Art sind, Geld, also Einlösungen in Gold und Silber? Gibt es irgendwelche anderen objektiven Grenzen? Darum ging es in seiner Krisentheorie. Und diese Krisentheorie baut er damit zusammenhängt der gesamtwirtschaftliche Nutzen halt eben der Kreditexpansion. Seine Theorie baute auf drei wesentlichen Bausteinen. Auf der einen Seite der Kapitaltheorie von Eugen von Böhm-Barwerk. Böhm-Barwerk hob hervor, dass Sparen eine wesentliche Ursache des wirtschaftlichen Fortschritts war, genau wie Adam Smith. Adam Smith hatte bereits das Gleiche gesagt, je mehr wir sparen, desto mehr können wir investieren, desto mehr Leute können wir halt eben anstellen, desto mehr Arbeit wird halt eben mobilisiert und desto mehr Güter können halt eben geschaffen werden. Das Problem mit Smiths Theorie war, dass sie das zeitliche Element nicht genügend berücksichtigte. Also streng genommen, wenn man Smith las, konnte man den Eindruck haben, dass, wenn sich das Sparvolumen verdoppelt, dann werden halt eben doppelt so viele Friseure eingestellt und doppelt so viele Ingenieure und doppelt so viele Bauarbeiter und was weiß ich. Das ist natürlich nicht das, was wir in der Realität vorfinden, sondern was wir vorfinden, ist eine Restrukturierung, ein Umbau der Wirtschaft. Und um diesen Umbau zu erklären, muss man das zeitliche Element in Betracht ziehen, was Böhm-Barwerk tat, aufbauend auf Jevons, den ich ja bereits erwähnte. Was Böhm-Barwerk hervorhob, ist diese Theorie der Produktionsumwege, die wahrscheinlich gestern besprochen worden ist, nicht, dass man halt eben durch vermehrtes Sparen halt einen längeren Produktionsumweg einschlagen kann. Und der längere Produktionsumweg erlaubt uns größere Vorbereitungen. Wir können also mehr Kapitalgüter schaffen, insbesondere mehr Werkzeuge, Maschinen und so weiter, die dann die letztliche Erzeugung von Konsumgütern produktiver machen. Das heißt, obwohl wir mehr Zeit darauf verwenden, nicht direkt Konsumgüter zu produzieren, sondern erstmal einen Haufen von anderen Zeugen, Zwischenprodukte und fixes Kapital und so weiter, obwohl die meiste Zeit auf diese Vorbereitung verwendet wird, ist letzten Endes die Arbeit insgesamt produktiver. Wir können also mehr Konsumgüter erzeugen.
Das ist natürlich eine Erfahrung, die wir alle Heimwerker unter uns kennen. Ich habe mich damit befasst, wie ich es ja vor einiger Zeit auch noch gemacht habe, ein Zimmer zu renovieren. Das muss also neu tapeziert werden, was weiß ich. Die meiste Zeit geht nicht mit dem Tapezieren raus, sondern mit der Vorbereitung. Einfach die alte Tapete runter und die werden schön glatt machen, was weiß ich. Damit verbringen wir die meiste Zeit. Und wenn man das nicht macht, dann hat man zwar die Tapete da kleben, aber es hält nicht besonders lange. Das heißt, man ist dann schneller dran, das Ganze nochmal wieder neu zu machen. Also es ist genau das gleiche Phänomen letzten Endes. So, diese Produktionsumwege hängen natürlich jetzt davon ab, wie viel Subsistenzmittel, das heißt letzten Endes wie viel reale Konsumgüter von anderen Menschen gespart worden sind. Das heißt, die darauf verzichtet haben, diese Mittel selber zu genießen und wodurch diese Mittel zur Verfügung stehen für diejenigen, die damit befasst sind, Kapitalgüter zu beschaffen. Nicht? Derjenige, der Konsumgüter direkt erzeugt, kann ja theoretisch von der Frucht seiner Arbeit leben, der braucht keine Ersparnisse. Der Jäger hat am Ende des Tages hat er sein Huhn oder Huhn gejagt, ich vielleicht, hat er sein Hirsch oder was weiß ich und dann bereitet er sich denn dazu. Aber derjenige, der, sage ich jetzt mal, dieses Instrument hier produziert oder der eine Maschine produziert oder der dieses Gebäude erstellt, wovon lebt er am Ende des Tages? Gut, der das Gebäude baut, der kann vielleicht darin schlafen für ein paar Nächte. Aber das Essen kann er auch nicht. Also er muss, sein Konsum, seine laufenden Bedürfnisse müssen gedeckt werden aus den Ersparnissen anderer Menschen, die sie selber halt nicht konsumieren, die sie ihm halt eben dadurch zur Verfügung stehen. Je größer also der Subsistenzfonds ist, dieser Sparfonds, desto größer, desto länger sind die Produktionsumwege, die eingeschlagen werden können. Was regelt nun die Länge des Produktionsumweges? Und hier gibt Böhm-Bawerk die Antwort, das ist der Zins. Je größer der Zins ist, desto kürzer sind die Produktionsumwege. Ein größerer Zins bedeutet, es ist die Widerspiegelung einer größeren Gegenwartspräferenz. Also wollen die Leute relativ schnell Konsumgüter haben. Und je niedriger der Zins ist, desto niedriger ist die Gegenwartspräferenz. Das heißt, je mehr Zeit kann man sich nehmen, um die letztendliche Produktion von Konsumgütern vorzubereiten. Ein paar Jahre nach Böhm-Bawerk fügte Knut Wicksell, ein schwedischer Ökonom, eine entscheidende Unterscheidung hinzu zwischen natürlichem Zins und Geldzins. Und das war nun der Schlüssel zur Weiterentwicklung von Mises Krisentheorie. Und Wicksell sagt uns, dass der Geldzins, den wir auf dem Markt halt eben zum Beispiel in Form von des Kreditzinses halt eben zahlen, nicht unbedingt eine Widerspiegelung des natürlichen Zinses ist, das heißt nach Wicksell desjenigen Zinses, der sich einstellen würde in einer Wirtschaft ohne Geld. Jetzt fragen Sie mich bitte nicht, was das für ein Zins sein soll. Ich kann mir das kann sich niemand letzten Endes vorstellen. Das war auch eine Schwäche der Wicksellschen Theorie. Nicht? Und Mises hat das ein paar Jahrzehnte später, hat er es umformuliert und hat gesagt, man muss halt unterscheiden zwischen dem tatsächlichen Zins, nicht der gezahlt wird, und dem Gleichgewichtszins. Letzten Endes ist das die Unterscheidung. Der Zins, der tatsächlich gezahlt wird, ist nicht unbedingt der Gleichgewichtszins. Und der Zins kann zu niedrig sein im Vergleich zum Gleichgewichtszins, insbesondere wenn die Geldproduktion in Form von Kreditexpansion zu weit getrieben wird. Und diese Idee hat Mises aus den Schriften der Currency-Schule entnommen, die also sich bemühte zu beweisen, dass das Teilreservebankwesen die Ursache der Krisen ist und volkswirtschaftlich, also gesamtwirtschaftlich unnötig. Also man braucht keine Kreditexpansion, damit die Wirtschaft funktionieren kann. Eine Wirtschaft kann sehr gut mit völlig natürlicher Geldproduktion funktionieren, während die künstliche Geldproduktion, die darüber hinausgeht, also durch Kreditbanken, Teilreservebanken künstlich geschaffen wird, zu Krisen führt, zu Liquiditätskrisen nach der Currency-Schule. Was Mises nun macht, ist, diese Elemente zu vereinen. Ja, und er sagt halt eben, wenn die künstliche Geldproduktion halt ausgeweitet wird, dann kommt es in der Tat auf dem Kapitalmarkt zu einer künstlichen Absenkung des tatsächlichen Zinses, der gezahlt wird. Ja, also das Geldangebot steigt sozusagen, vielleicht bei gegebener Nachfrage halt eben die Entlohnung des vorhandenen Kapitals halt sinkt, weil der Zins sinkt, aber der Zins sinkt halt eben nicht
weil die Gegenwartspräferenz der Sparer tatsächlich gefallen ist, sondern er sinkt einfach nur deshalb, weil jetzt einfach mehr Geld in die Wirtschaft gepumpt wird. Aber bevor ich auf dieses schöne Zitat komme, einmal vorneweg, so. Und in dieser Situation ist es also jetzt möglich für tatsächlich, wie Proudhon das ja auch gewünscht hat, für alle möglichen Leute, ihre Projekte jetzt in Angriff zu nehmen, die vorher bei dem höheren Zins sich nicht gerechnet haben. Es werden also neue Unternehmen gestartet, Konsumenten konsumieren auch zum Teil größere Mengen und was weiß ich. So, das Problem ist jetzt bloß, dass natürlich wir alle möglichen Sachen anfangen können, aber es eine ganz andere Sache ist, diese Produktionsvorhaben auch zu Ende zu führen. Das sagen wir alle immer den Studenten, ja, verzettelt euch nicht, konzentriert euch aufs Wesentliche, bringt die Sachen zu Ende, nicht gleichzeitig Sport machen, Karate und schwimmen und reisen und was weiß ich, und dann noch Philosophie und Volkswirtschaft studieren. Geht wahrscheinlich nicht. Ich meine, einige Genies schaffen das, zu denen ich zum Beispiel nicht gehöre, aber einige schaffen, ich kenne Leute, die sind halt so gut, die schaffen das, aber die meisten schaffen es nicht. Und selbst diejenigen, die wirklich genial sind und Genies sind, selbst die können auch nicht alles. Es gibt immer für jeden eine bestimmte Menge von Sachen, die man, von Projekten, die man zu Ende führen kann, mit den vorhandenen Mitteln, eigene Intelligenz, eigene Zeit vor allen Dingen, nicht? Und darüber hinausgehende andere Projekte, die man halt nicht weiterführen kann. Was nun also eintritt, wenn der Zins künstlich abgesenkt wird, ist, dass zu viele Projekte gleichzeitig in Angriff genommen werden, die also mit den vorhandenen realen Mitteln nicht alle zu Ende geführt werden können. Nicht? Das ist der Punkt, das ist der springende Punkt. Also Kreditexpansion nach Mises führt zu einer Situation, in der zu viele Vorhaben angegangen werden, die also dann in der Anfangsphase tatsächlich dann noch nicht gegen eine Wand fahren, weil am Anfang reichen die Mittel erstmal, um alles anzufangen. Das ist dann die Boomphase. Aber irgendwann mal gehen die halt die Mittel aus. Man kann sie nicht alle zu Ende führen. In einer gleichgewichtigen Wirtschaft, in der also der Zins nur die Zeitpräferenzen der Sparer widerspiegeln würde, käme es nicht zu einer solchen Situation. Da würden halt die Mittel ausreichen, um alle Projekte, die angefangen wurden, auch tatsächlich zu Ende zu führen. Aber hier die künstliche Kreditausweitung führt halt eben dazu, es werden zu viele Sachen in Angriff genommen und es ist nicht möglich, alle davon zu Ende zu führen. Die realen Mittel reichen nicht. Und dadurch muss es früher oder später zu einer Situation kommen, in der einige Unternehmer vor der Unmöglichkeit stehen, halt eben ihre Projekte zu Ende zu führen. Und das zeigt sich halt eben daran, in einer Geldwirtschaft, dass die Preise für die Produktionsfaktoren, deren sie bedürfen, auf einmal über das Maß hinübersteigen, das sie eigentlich erhofft hatten. Nicht? Also ich nehme mein Unternehmen in Angriff und ich gehe davon aus, die Löhne und was weiß ich und die Preise für Rohstoffe bleiben auf dem und dem Niveau oder werden sich so und so entwickeln. Ja, weil aber jetzt alle möglichen anderen Leute auch gleichzeitig ihre Projekte in Angriff nehmen, taucht halt eine reale Knappheit auf dieser Güter, die halt nicht reichen, um alle Projekte zu Ende zu führen, sodass dann in der Geldwirtschaft halt jeder versucht, halt diese Güter durch überbietende Preise an sich zu ziehen, sodass er sein Projekt zu Ende führen kann. Was halt eben die einige Projekte halt nicht mehr rechnen lässt. Nicht? Also wenn die Preise dann halt, wenn die Kosten halt eben steigen, dann rechnet sich die ganze Sache nicht mehr und es kommt halt eben zum Irrtum. Der Irrtum zeigt sich halt eben darin. Nicht? Mises sagt uns das Ganze in diesen Worten: Trotzdem eine Vermehrung der Zwischenprodukte nicht eingetrieben und die Möglichkeit, die Produktionsperiode zu verhindern, nicht gegeben ist, gelangt auf dem Darlehensmaße ein Zinsfuß zur Geltung, welcher einer verlängerten Produktionsperiode entspricht. Damit wird die Verlängerung der Produktionsperiode, obwohl volkswirtschaftlich, das heißt gesamtwirtschaftlich, unzulässig und undurchführbar, privatwirtschaftlich zunächst rentabel. Nicht? Die Absenkung der Zinsen verfälscht den Kalkül der Unternehmer. Sie gehen davon aus, dass sie erwarten eine bestimmte Entwicklung der Konsumgüterpreise ausgehend von den, oder sage ich mal, der Produkte ausgehend von den vorhandenen Preisen. Und jetzt sehen Sie, die Kosten, hier die Kreditkosten, werden halt eben, sind geringer als zuvor. Das heißt, mein Projekt, das ich vorher nicht rechnete, rechnet sich jetzt auf einmal. Ja, ich kann mit einem Gewinn rechnen. Also wird die Sache in Angriff genommen, aber aus gesamtwirtschaftlicher Sicht ist es halt eben nicht möglich, alle Projekte dieser Art zu Ende zu führen. So sagt Mises eben auch,
Es kann aber nicht der geringste Zweifel darüber bestehen, wohin dies dann weiter führen muss, nämlich es kommt notwendigerweise ein Zeitpunkt, in dem die konsumreifen Unterhaltsmittel aufgezehrt sind, ehe die in der Produktion tätigen Kapitalgüter sich in Konsumgüter verwandelt haben. Also der Subsistenzfonds schmilzt dahin. Es ist nicht mehr möglich, all die Menschen, die mit der Erzeugung von Kapitalgütern befasst sind, auch tatsächlich am Essen zu halten, nicht? Also ihren Konsum aufrechtzuerhalten. Dieser Augenblick muss umso schneller eintreten, als das Sinken des Kapitalzinses den Anreiz zur Ersparung schwächt, also Kapitalangebot nimmt ab und damit das Tempo der Kapitalbildung verlangsamt. Die Unterhaltsmittel erweisen sich als zu knapp, um die Arbeiter während der gesamten Dauer des eingeschlagenen Produktionsprozesses zu erhalten. Es gibt also eine objektive physische Grenze dieses Prozesses. Indem man die Kreditexpansion weitertreibt, ist es nicht möglich, all diese Unternehmen erfolgreich zu Ende zu führen. Das ist unmöglich. Fassen wir das also zusammen. Was sind die zentralen Aussagen von Mises Konjunkturtheorie? Das erste ist also, dass eine Kreditexpansion zu intertemporaler Fehlallokation führt, sodass es zu realwirtschaftlichen Krisen kommt. Es ist also keine reine Liquiditätskrise wie diejenige, die von C. Ricardo und der Currency-Schule ins Auge gefasst wurde, sondern eine realwirtschaftliche Krise. Im Aufbau der Güterproduktion ist etwas vollkommen aus dem Ruder geraten, sodass halt wir zu viele Projekte in Angriff genommen haben, die mit den realen Mitteln nicht alle zu Ende geführt werden können. Und diese realwirtschaftliche Krise hat, also genau wie im Falle der Liquiditätskrise, eine monetäre Ursache. Nun der originelle Punkt der österreichischen Konjunkturtheorie ist der folgende. Die Krisen an sich sind nicht das eigentliche Problem, sondern sind ein wesentlicher Teil der Lösung. In dem Moment, in dem es zur Krise kommt, das heißt, wo die Leute feststellen, ich kann mein Projekt nicht zu Ende führen, ich muss es aufgeben, ich muss meine Pforten schließen, ich muss meine Leute entlassen. Das ist der Moment, wo die Besserung eintritt. Denn bis zu diesem Zeitpunkt habe ich Ressourcen an mein Projekt gebunden, die aber nicht zum erhofften Ergebnis führen können. Das heißt, ich habe letzten Endes diese Ressourcen verschwendet. Die gleichen Arbeitskräfte, die gleichen Rohstoffe, die gleichen Werkzeuge und Maschinen und so weiter, die ich verwende, hätten ja auch von anderen Menschen verwendet werden können und hätten dort dann zu erfolgreichem Handeln führen können. Bei mir sind sie verschwendet worden. Und die Krise ist deshalb der Moment der Besserung, weil es mir bewusst wird, ja, ich verschwende diese Sachen, also sollte ich sie besser loslassen, freisetzen. Das technokratische Wort für jemanden vor die Tür setzen. Zwischenproduktvorräte und so weiter verkaufen. Brutal. Aber aus gesamtwirtschaftlicher Sicht notwendig und sinnvoll. Macht keinen Sinn, Arbeitskräfte dort zu binden, wo sie letzten Endes Wert zerstören, statt Wert zu schaffen. Also die eigentliche Verschwendung erfolgt nicht mit und nach der Krise, sondern vor der Krise, während der glücklichen Tage, Wochen, Monate und manchmal Jahre, in denen alle halt ihre Projekte beginnen und fortführen, denken, ja, das ist ja die beste aller Welten, wir haben endlich, wie Großvater Pierre-Joseph Proudhon das ja schon wollte, wir haben endlich all das Geld, das wir brauchen, um unsere Selbstverwirklichung voranzutreiben, und das ist ja ganz fantastisch, nicht? Das während dieser Zeit, dass eigentlich der Schaden entsteht, weil die Mittel verschwendet werden. Und die Krise bringt eigentlich die Besserung, weil dann in einem sehr schmerzhaften Prozess, man verliert die Arbeit, Konsum sinkt brutal, man muss vielleicht umziehen, man muss eine sehr viel schlechter bezahlte Arbeit irgendwo an anderer Stelle annehmen. Das Kapital, das man in vielen Jahren und manchmal über mehrere Generationen angespart hat, ist futsch, weil man es in den Sand gesetzt hat. Sehr schmerzhaft, brutal. Aber aus gesamtwirtschaftlicher Sicht unvermeidlich, sinnvoll, notwendig. Also mit der Krise setzt eigentlich die Besserung ein. Sodass also für Mises die Schlussfolgerung ist, dass dieser Einbruch der Realwirtschaft begrenzt die Kreditexpansion. Es kann so nicht, wie Proudhon und andere das erhofften,
unendlich weitergetrieben werden, irgendwann gibt es eine reale Bremse. Und das war eigentlich der sprungende Punkt, der Mises am Herzen lag. Man kann die Sache nicht unbegrenzt weiterführen. Und das ist ja auch das, was, ich will es nicht sagen, was die heutigen Österreicher predigen, aber was wir immer wieder hervorheben, nicht gegenüber der Politik, die von den Zentralbanken, aber auch von den Regierungen halt geführt werden, die darauf hinausläuft, immer weitere Mittel zu ergreifen, um diese Kreditexpansion immer weiterzuführen. Um das Ganze jetzt einmal grafisch zu veranschaulichen, ein paar Grafiken. Also wir haben hier die Entwicklung der Gesamtproduktion im Zeitverlauf. Gesamtproduktion, das ist eine logarithmische, soll eine logarithmische Maßstab sein. Ich erspare das für die Nicht-Mathematiker. Die Mathematiker wissen, was gemeint ist, die anderen brauchen sie jetzt nicht zu wissen. So, also wenn wir jetzt also eine vollkommen perfekte Gesellschaft haben und die ist noch nicht mal von Menschen bevölkert, das sind wirklich also diese Leute, die nie Fehler begehen, also das ist der Gesamtproduktion, das heißt Endprodukte und Zwischenprodukte, alles, was wir so produzieren, so. Also die Leute, die nie Fehler produzieren, das sind also Engel, ich mag Engel, also das ist die Engelwirtschaft. Die wissen alles über die Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart, niemals ein Irrtum, fantastisch. So, diese Wirtschaft wächst, also wie am Schnürchen. Und das ist hier, weil das hier eine logarithmischer Maßstab ist, ist das also exponentielles Wachstum, sieht man hier nicht. Also hier ist eine Gerade, wenn ich einen normalen Maßstab hätte, wäre das hier exponentiell, würde durch die Decke gehen. Tolles Wachstum. So, wenden wir uns also der Menschenwirtschaft zu, Menschen irren sich. Um das hier ganz einfach zu machen, unterstelle ich, also dass irgendwie die Irrtumsrate ist irgendwie konstant. Also wenn wir es nicht künstlich verschlechtern, gibt es halt einfach eine bestimmte Anzahl von Irrtümern, die immer wieder auftreten, weil wir ja eben Menschen sind und nicht alles wissen, insbesondere nicht über die Zukunft, und also dann Fehlinvestitionen machen und einfach unser Leben dann zum Teil verschwenden. Okay, also ist das Wachstum geringer, als es theoretisch im Idealfall, aber für Menschen unzugänglich möglich wäre. So, was passiert nun im Falle einer Kreditexpansion, die also einsetzt im Zeitpunkt T1? Der österreichischen Theorie zufolge fangen wir in diesem Moment also an, die vorhandenen Mittel in falsche Verwendung hinein zu buxieren. Unternehmer und Haushalte starten Projekte, in denen diese Mittel letzten Endes fehlverwendet werden, weil die Projekte nicht zu Ende geführt werden können. Also fängt ab diesem Zeitpunkt eine Phase an, in dem die Produktion abweicht von dem, was eigentlich möglich gewesen wäre. Und hier ist das Wachstum, wir haben immer noch Wachstum, aber das Wachstum ist eben geringer, als es hätte sein können. Und das ist natürlich ein theoretisches Konstrukt, da muss man eben Theorie haben, man muss halt eine theoretische Vergleiche anstellen, das kann man nicht aus der Beobachtung entlehnen. Nicht? Deshalb hat Mises halt später auch, nicht in dem Zeitpunkt, wo er die Theorie verfasst, aber sehr viel später, also über diese ganze Analyse halt stärker reflektierte, ist er zum Schluss gekommen, dass wir haben letztendlich eine A-Priori-Theorie. Das ist nicht etwas, was wir der Beobachtung entlehnen können. Was wir beobachten ist Wachstum. Okay, es ist Wachstum größer, geringer als das, was es hätte sein können. Wir wissen es nicht, wenn wir keine vernünftige Theorie haben, die es uns erklärt. So, irgendwann kommt es halt eben zum Ausbruch der Krise und ab dem Zeitpunkt steigt das Gesamtprodukt wieder, nicht? Der Misesischen Theorie zufolge. Ab dem Zeitpunkt fangen wir also an, die gesamtwirtschaftliche Lage zu verbessern. Nicht unbedingt ausgedrückt in einem Wachstum vom Bruttoinlandsprodukt, dazu komme ich gleich noch. Ja, was wir natürlich hier erstmal machen, wenn wir sozusagen von unseren Fehlverwendungen Abstand nehmen und wir verwenden die vorhandenen Arbeitskräfte, Rohstoffe und so weiter neu, wir bilden erstmal wieder den Kapitalstock neu auf. Ja, das heißt hier aus dem Gesamtprodukt, habe ich Ihnen eben gesagt, das sind einmal die Endprodukte, also insbesondere Konsumgüter auf der einen Seite, aber auch eben Zwischenprodukte, Kapitalgüter. Was wir jetzt erstmal machen, ist die Kapitalgüter neu aufzubauen. Und das zeigt sich erstmal nicht in einem Wachstum des Verbrauchs, zeigt sich erstmal nicht in einem Wachstum der üblichen statistischen Aggregate wie Bruttoinlandsprodukt. Ja, aber das Wachstum fängt hier wieder an. Das ist dann eben stärker, als es während der Boomjahre war. Wie äußert sich das Ganze im Verhältnis zum Preisniveau? Auch ein lehrreicher Betrachtung. Also wir haben hier die Entwicklung des Preisniveaus in der menschlichen, das ist nicht die Engelswirtschaft, das ist die menschliche Wirtschaft.
Um das ganz einfach zu machen, unterstelle ich hier, dass das Preisniveau dann halt also immer mit konstanter Rate halt eben abnehmen würde. Warum? Weil, wenn das Gesamtprodukt halt eben steigt, die einzige Möglichkeit, wie man mehr Güter also tauschen kann gegen Geld bei gegebener Geldmenge, ist bei geringeren Stückpreisen. Nicht? Wenn die Geldmenge nicht wächst, und wir als also eine Ceteris Paribus-Betrachtung haben wir hier, Geldmenge wächst nicht, ich produziere einfach immer mehr, dann kann ich diese größere Gütermenge nur dann gegen das vorhandene Geld tauschen, insgesamt tauschen, wenn die Stückpreise pro Gut halt eben sinken. In anderen Worten, Wirtschaftswachstum ist an und für sich, seinem Wesen nach, deflationär, preisdeflationär. Wachstum führt immer an und für sich zu sinkenden Preisen. So, was passiert jetzt in dem Moment, wo die Kreditexpansion stattfindet? Nun, dann wächst die Geldmenge, das heißt, dann die Preise, die steigen auf einmal dann über das Niveau, was sie sonst erreicht hätten. Jetzt nehme ich hier an, ein extremes Wachstum ist tatsächlich nicht nur, die Preise sinken weniger schnell, als sie sonst gesunken hätten, auf einmal steigen die Preise tatsächlich. Das ist typischerweise, was wir dann beobachten. Das heißt, gerade während der Phase, der Boomphase, wo wir eigentlich dabei sind, unsere Mittel zu verschwenden, steigen die monetären Gehälter, die Preise steigen, das heißt, die Entlohnung der Unternehmen, aber auch der Haushalte steigt. Das heißt, nicht nur jeder ist gerade dabei, sein kleines Projekt zu verwirklichen, sondern alle verdienen auch noch mehr dabei, verdienen mehr Geld. Alle sind glücklich. Okay. Und dann kommt die böse, böse Krise. Nicht? Und in der bösen, bösen Krise, da fallen halt eben die Preise, weil halt eben im Zuge des Zusammenbruchs der Kreditwirtschaft die Geldproduktion zum Teil eben zusammenschrumpft, sag ich mal im Extremfall auf das Niveau, das sie sonst gehabt hätte, ohne Kreditexpansion gehabt hätte. Und dann sinken die Preise weiter. Und Sie sehen also hier, die Preise sinken auf einem höheren Niveau, als es sonst gewesen wäre, einfach weil wir weniger Güter haben, als wir ja sonst hätten produzieren können. Ja. Also die Preise sinken, aber sie sinken auf einem höheren Niveau. Das ist also ein bisschen stilisiert. Sie finden kein Lehrbuch, in dem das da dargestellt ist. Vielleicht sollte ich einen Artikel schreiben. Okay. Ich schreibe langsam. Okay, wie sieht das aus mit dem realen Bruttoinlandsprodukt? Beim realen Bruttoinlandsprodukt müssen wir uns vor Augen halten, was misst das reale Bruttoinlandsprodukt? Es misst den Fortschritt bei der Erzeugung von Endprodukten. Das heißt, während wir bei der österreichischen Theorie, wir müssen das gesamte Produkt in Betracht ziehen, hier nehmen wir nur einen Ausschnitt, nämlich die Endprodukte, insbesondere Konsumgüter, auch fixes Kapital und Exporte. Okay, ich nehme das außen raus. So, was passiert also hier? Wir haben also die Boomjahre und wir sind gerade dabei, unsere Mittel zu verschwenden. Und während dieser Boomjahre, weil die Preise steigen, steigt auch unser Bruttoinlandsprodukt. Und es steigt deshalb, weil wir jetzt gerade dabei sind, verstärkt die Mittel, die vorhandenen Mittel zur Erzeugung von Konsumgütern zu verwenden, unter Vernachlässigung der Produktion von Zwischenprodukten und anderen Kapitalgütern. Okay. So, also das Bruttoinlandsprodukt hier, also ein extremer Fall, nicht, also steigt ganz, ganz stark, vielleicht nicht so, aber einfach um das zu verdeutlichen, das Bruttoinlandsprodukt steigt typischerweise während der Boomjahre. Nicht? Mises hat das mal als in der Analogie zu dem Fall, in dem sie ihre Wohnzimmermöbel verbrennen, um das Haus zu heizen. Es ist ein kalter Wintertag und die Heizung ist ausgefallen, der Strom ist ausgefallen. In Frankreich heizen viele Leute mit Strom. So, und es ist kalt und jetzt sagen sie, oh, wie löse ich jetzt das Problem? Man könnte jetzt ja einen Pullover anziehen und ein bisschen Jogging machen. Das ist eine Lösung. Aber wenn man es ganz bequem haben möchte, dann nimmt man den ersten Sessel, Louis XVI, und packt den halt in den Kamin rein. Und dann wird es auf einmal schön warm. Ha, ist das schön warm. Nicht? Und also der Lebenskomfort steigt dann, aber natürlich auf Kosten der Zukunft. Und genau das Gleiche ist also während der Boomjahre, tritt während der Boomjahre auf. Wir machen es also schön bequem, jeder verwirklicht erstmal sein kleines Projekt. Nicht? Der Konsum kann steigen. Aber eben deshalb, weil wir die Produktionsstruktur teilweise zerstören, also nicht die Zwischengüter der richtigen Art produzieren, die wir eigentlich hätten produzieren müssen, und also aufgrund dessen unsere Zukunft unterminieren. Also kurzfristig verbrennen wir die Wohnzimmermöbel, das BIP steigt und natürlich letztendlich
sinkt das BIP dann brutal ab, gerade während dieser Phase, wo es eigentlich besser wird. Ja, brutales Sinken des BIP. Warum? Weil wir gerade während dieser Phase erstmal, wie ich bereits vorher sagte, die Kapitalgüter neu aufbauen müssen. Das heißt, bevor wir dazu zu dem Punkt kommen, wo wir die größeren Mengen von Konsumgütern uns derer erfreuen können, müssen wir erstmal wieder die Produktionsstruktur aufbauen, was sich nicht im BIP niederschlägt. Es gibt also diese, ja, der oberflächlichen Intuition in diesem Fall, zuwiderlaufenden Ergebnisse, nicht der österreichischen Theorie, die uns sagte, es wird gerade während dieser Zeit besser, wo unser übliches Messinstrument, ob wir Fortschritte erzielen oder ob die Verhältnisse sich verschlechtern, nämlich das Aggregat des Bruttoinlandsproduktes, uns genau das Gegenteil anzeigt. Okay. Notwendiges Ergebnis. Okay, da spreche ich schon ganz lange. Ich mache es aber schnell. Ah, ich habe nur 6 Minuten. Okay. Die monetäre Konjunkturtheorie nach Mises. Also, sie wurde also verwendet zur Analyse konkreter Krisen, beziehungsweise in der Wirtschaftsgeschichte. Murray Rothbard, der Ihnen bekannt sein dürfte, hat verschiedene Bücher sogar geschrieben über insbesondere die große Wirtschaftskrise der 20er, 30er Jahre in den Vereinigten Staaten, aber auch die Krise von 1819. Es gibt verschiedene heutige Autoren, die also die heutige Krise analysiert haben. Thorsten Polleit hat viel dazu geschrieben, unter Anwendung der Misesischen Konjunkturtheorie. Es gibt also viele Anwendungen dieser Art. Investoren versuchen, diese Theorie zu verwenden, um halt eben Fehlinvestitionen zu vermeiden bzw. zu minimieren. Und ein Anwendungsfall ist eher theoretischer Art, aber man soll die Hoffnung nicht aufgeben, nicht? Also zum Teil auch in der Wirtschaftspolitik könnte es angewendet werden. Wie ist die Theorie dann weiterentwickelt worden? Also es ist nicht so, dass der man soll es nicht glauben, dass die Österreicher heute dann immer den Gebetsteppich ausrollen und sich dann vor den Mises-Porträten verneigen und sagen, ja, großer Meister, wie können wir es dann nochmal nachbeten oder so, nicht? Also es gibt dann schon eine Weiterentwicklung der Theorie. Man muss natürlich auf dem aufbauen, was solide ist, aber was ist im Zweifel solide, ist auch, das muss halt alles eben wieder hinterfragt werden, das ist so eine gedankliche Gymnastik. Häufig kommt man dann zum Ergebnis, er hatte dann recht. Ich hatte zuerst was anderes gedacht, aber er hatte dann doch recht. Aber manchmal hat er vielleicht nicht so ganz recht. Ne? So, und dann geht es halt dann weiter. Also einmal, was die epistemologischen und logischen Grundlagen anbetrifft. Dann insbesondere die Frage, ob es vielleicht andere Irrtumskanäle gibt. Nicht? Also Mises hat insbesondere den Kreditkanal ins Auge gefasst, aber es gibt vielleicht auch andere, zum Beispiel Risiken, nicht verfälscht. Expansive Geldpolitik verfälscht sie das Risikokalkül, nicht, das wir haben. Wie verändert sich die Liquidität? Philipp Bargus hat dazu gearbeitet. Wie wirkt sich das auf dem Immobilienmarkt aus? Welche Auswirkungen hat es auf die Entscheidungslogik der einzelnen Marktteilnehmer? Also inwiefern führt sowas wie Papiergeld zu Unverantwortlichkeit, selbst wenn sich das nicht jetzt im Sinken von Preisen, von Zinserleben ausdrückt? Das sind mögliche Weiterentwicklung oder nicht nur möglich, sondern Weiterentwicklungen, die also stattgefunden haben. Dann wurden internationale Wirtschaftsbeziehungen eingeschlossen, zum Teil von Friedrich von Hayek bereits in den 30er Jahren, dann aber auch neuere Arbeiten als Antonin Müller oder Gunter Schnabel von der Universität Leipzig. Nicht? Also es wird an solchen Sachen gearbeitet, nicht ausgehend von der grundsätzlichen Einsicht in der fundamentalen Bedeutung von der intertemporalen Produktionsstruktur, nicht, und den Einfluss, negativen Einfluss, den monetäre Interventionen hier haben können. Und natürlich dann zahlreiche Weiterentwicklungen, gerade in den letzten 30 Jahren im Bereich der Pädagogik, nicht, zur Illustration der Misesischen Theorie. Nicht, manchmal wird das verwechselt mit großen theoretischen Durchbrüchen, nur weil einer ein anderes Bildchen gemalt hat, so wie ich jetzt. Nicht? Also es ist kein theoretischer Durchbruch, nicht? Das ist einfach nur ein anderes Bildchen. Wie sage ich es dem Volke nochmal anders oder den Kollegen? Nicht? Es ist kein Durchbruch, aber es ist auch wertvoll manchmal. Ne? Vielleicht haben wir einige von Ihnen, habe ich nicht nur verwirrt, sondern Ihnen auch geholfen, da zu sehen, was ist jetzt der Punkt bei der österreichischen Theorie mit meinem kleinen Bildchen. Nicht? Dann auch halt arithmetische Modelle, warum nicht? Das ist ein französischer Kollege von mir, Renaud Filleul.
der macht solche Sachen. Und Simulation ist auch ein Doktorand, der mir gerade seine Arbeit zugeschickt hat, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Der Name ist mir sehr entfallen, kommt gleich wieder. Besten Dank, Hendrik Hagedorn. Ja, auch interessant. Also würde ich auch nicht als großen theoretischen Durchbruch ansehen, aber für mich fällt das auch in die Kategorie, na, wie kann ich die Sache nochmal anders veranschaulichen und auf diese Weise zu interessanten Einsichten zu gelangen. Tja, das war es, was ich Ihnen heute mitteilen wollte. Jetzt habe ich, glaube ich, genau eine Minute. Ja, eine Minute für Fragen. Bitte nicht zu ausführlich.